Hey, herzlich willkommen. Lass uns mal gleich entdecken, was die Tagesenergien für Donnerstag, den 14. April 2022 sind oder rund um den 14. April. Und wir fragen mal die Karten, was sie an Rat für uns haben, was sie an Thema oder Motto für uns haben. Natürlich wie immer, das ist ein allgemeines Reading. Also du schnappst dir die Informationen hier raus, die für dich relevant sind. Alle anderen blendest du einfach aus. Und ja, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich hier dabei habe, die findest du ja nicht nur hier, sondern auch aufgelistet in der Infobox unter diesem Video. Kannst du einfach mal reinschauen. Und dann gucken wir mal, was so das Hauptmotto oder der Hauptrat, das Hauptthema für Donnerstag, den 14. April ist, beziehungsweise die Tage drumherum. So, und da haben wir zum einen die Karte Shapeshifter, also Formenwandler. Und ich finde die ganz, ganz spannend, jetzt auch eben im Hinblick auf die Ostergeschichte natürlich, zu sagen, du kannst sein, wer immer du willst, oder du kannst leben, wie immer du willst. Und oftmals trauen wir dem nicht. Also irgendwie unser Verstand weiß es, aber Teile in uns, die sorgen dann auch gern mal dafür, dass wir das dann uns doch wieder ausreden und sagen, naja, das mag ja für alle anderen auf dieser Welt gelten, aber für mich und mein Leben und meine Bedingungen, da geht das ja nicht. Also ich habe das ja viel schwerer als alle anderen oder wie auch immer, ja, mit welchen Ausreden wir denn gerne kommen, um ja eben da nicht reinzuwachsen, nicht reinzugehen. Aber die Frage ist ja auch, wie klar ist mir dann, wer oder was ich überhaupt sein möchte? Ich glaube, daran hapert es oftmals, dieses, was könnte ich mir denn vorstellen für mich und mein Leben? Wie würde ich es denn gerne gestalten? Wie sieht denn mein idealer Alltag aus, meine ideale Woche? Was fühle ich denn in mir? Weil wir haben denn hier unseren Spirit of Fire, den Feuergeist, der dich eben auch dazu einlädt, mein Risiko einzugehen, dich auch mit deinen Ängsten und limitierenden Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, die angezogene Handbremse zu lösen. Und dann, was ist damit Feuer gemeint? Zum einen natürlich Transformation, weil Feuer macht aus diesem Holzhaufen irgendwie einen Ascheberg, ja, Asche. Und dann wiederum ist Feuer auch super, super fruchtbar. Ja? Nach dem Waldbrand, wenn der Boden sich erholt hat, ist er fruchtbarer denn je. Also will eben auch sagen, durch diese Veränderung entfesselst du doch erst dein Licht, dein Feuer, dein inneres Leuchten, deine Leidenschaft. Erfährst ja vielleicht erst, wer du bist. Also oftmals ist es ja so, wir warten ab, bis die Dinge sich fügen, damit wir in eine Rolle reinwachsen können. Und hier sagen die Karten aber für dich, nee, es ist halt leider, ist halt so genau andersrum. Du wächst in die Rolle rein, wenn du den Veränderungsprozess anstrebst, ankickst, anzündest, und erst unterwegs in der Erfahrung, in der Transformation wirst du zu dem, was du eigentlich sein willst. Oder auch zu was ganz, ganz anderem, weil du gar nicht weißt, was alles möglich ist durch deine limitierenden Gedanken oder auch die, die andere dir einreden. Ja, es sind ja nicht immer unsere eigenen. Meistens kommen die ja irgendwo anders her. Und da vielleicht mal so ein bisschen auch auf Spurensuche zu gehen. Worum könnte es da gehen, was mich zurückhält, egal in welchem Lebensbereich du jetzt unterwegs bist, ob es ein Weg ist, ein Businessweg ist, ein beruflicher Weg, ob es ein privater Weg ist oder eine ganz andere Geschichte. Vielleicht bist du auch in irgendeinem Muster drin und erkennst, ja, aber jetzt bin ich da schon wieder reingeraten. Ja, also vielleicht haben die beteiligten Menschen sich geändert, aber die Situation, die kenne ich doch schon. Und damals zu sagen, okay, wie hättest du es denn gerne anders? Und erst den Sprung wagen, ja, das Risiko eingehen, um dann zu erfahren, was alles möglich ist, ist hier der Hinweis der Karten. Und jetzt könnte man ja sagen, Risiko eingehen, oh mein Gott, das ist ganz schön aufregend, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nee, das bringt die Ruhe ins System, das bringt die Ruhe rein, wie so ein knackendes Feuer. Du schaust ja dem Feuer auch zu, wie es aus diesem Lagerfeuer hier Asche werden lässt, wie es runterbrennt, 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 Wärme spendet, es zur Glut wird und irgendwann ausgeht und die Form verändert. Du machst ja nicht Bäff und dann ist das Feuer aus, ja, sondern es geht ja um den Prozess der Wandlung. Und den Mut zu haben, sich darauf einzulassen, weil daraus was ganz, ganz Tolles, Neues, aber sehr, sehr anderes entsteht. Aber erst, wenn ich es halt tue und umsetze und nicht vorher. Ich werde nicht zu etwas und dann ändern sich die Dinge. Dinge ändern sich, weil ich es innerlich schon angehe und dann auf dem Weg da reinwachse. Und ja, das ist so die Energie für rund um den 14.
April. Was haben wir denn hier noch für dich? Botschaft, worum es vielleicht noch mal genauer geht. Ne, wie gesagt, auch hier ist ein allgemeines Reading. Nimm dir das mit, was für dich Sinn macht, was mit dir in Resonanz geht. Ja, also hier haben wir auch noch mal die Mutkarte. Den Mut zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, den ich noch nie gegangen bin, aber ich folge dem Licht, ja, das haben wir ja hier auch. Ich folge diesem Feuer, der Sonne, dem Licht, ich folge dem, ich breche auf zu neuen Horizonten, ich breche auf zu neuen Ufern und auch zu Wissen, das sehen wir hier an der Rüstung, die unser Ritter trägt, ich bin super ausgestattet. Ich bin super ausgestattet, ich bin bereit, diesen Weg auch zu gehen. Es gibt nichts mehr für mich zu tun, außer loszugehen mit dem ersten Schritt und dem zweiten und dem dritten und das Abenteuer meines Lebens anzugehen. Und was ich auch spannend finde, ist, er hält ja hier sein Schwert in der Hand. Also auch, kann man sagen, gut gerüstet für alle Eventualitäten, die da auf ihn warten. Aber das Schwert in der Kartenlegung sagt eben auch, eine klare Entscheidung treffen. Scheiden, ja, es steckt ja auch in der Scheide. Zu sagen, da geht es nicht mehr lang, es geht jetzt da lang. Und vielleicht ist das der Weg, den ich, vor dem ich echt Respekt habe, weil ich ihn halt noch nicht gegangen bin. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet. Aber wer sagt denn auch, dass du ihn alleine gehen musst? Du hast ja vielleicht auch Wegbegleiter an deiner Seite, die dich mal ziehen, mal schubsen, mal neben dir gehen und dir das geben können, was du in dem Moment auch gerade brauchst. Weil es ist einfach an der Zeit, jetzt voranzugehen. Du hast dich darauf vorbereitet. Du hast alles zusammengetragen, was du brauchst, um zu gehen. Und jetzt geht es darum, ins kalte Wasser zu springen. Und zu gehen. Genauso wie, ich meine, was bringt dir das geilste Lagerfeuer, wenn du nur das Holz aufschichtest und diesen Holzhaufen anhimmelst und sagst, der ist aber gut geworden. Und dann erfrierst du in der Nacht da am Strand, wenn die Sonne untergegangen ist, weil du das Feuer nicht anzünden willst, weil der Holzturm da so schön aussieht. Was bringt es dir? Gar nichts. Und hier nochmal, ja, es geht niemals darum, wirklich das Ziel zu erreichen, sondern wir werden zu unserer größeren Version oder zu dem wir werden wollen, unterwegs. Also es geht darum, den Weg zu gehen. Ein Ziel im Blick, weil irgendwo müssen wir ja hin, ja, deiner Leidenschaft folgend. Aber man sagt immer so schön, der Weg ist das Ziel, aber irgendwie hält sich keiner dran. Denkt, ich will aber jetzt schon ankommen. Ja, das wollen wir alle, aber am Ende geht es doch darum, die Erfahrungen unterwegs zu machen. So, also die Einladung an dich, jetzt die Arschbacken zusammenzukneifen, den Mut aufzubringen und zu sagen, ich bin so gut vorbereitet, ich habe so viel gemacht, an mir gearbeitet, in mir gearbeitet, mir Wissen angeeignet, schlaue Bücher gelesen, Kurse belegt, was auch immer. Und es ist jetzt an der Zeit, das, was du dir angesammelt hast, auch umzusetzen und den Weg zu gehen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Freude, Abenteuergeist, Neugierde und Erfolg. Vielleicht reicht dir das an Info schon von der Tagesenergie für den 14. Donnerstag, den 14. April und die Tage drumherum. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, dass wir noch ein bisschen tiefer reinschauen, dann werde ich jetzt hier nochmal mein Tarot-Deck bedienen, mein She-Wolf-Tarot, das ich sehr, sehr liebe, weil es für mich einfach so magisch ist. Die Karten vibrieren praktisch in meiner Hand. Dann bleib hier gerne noch dran und schau weiter, auch nachher für deine eigene Frage, die wir beantworten können. Und ja. Übrigens, wenn du dir vielleicht ein schönes Ostergeschenk machen möchtest und eine eigene Legung haben willst oder vielleicht sogar lernen möchtest, wie man sich selbst die Karten liest und deutet für sich oder auch für andere, dann guck mal auch in die Infobox unter diesem Video rein, denn jetzt am Samstag oder ab Samstag geht mein Kartenkurs wieder los. Und vielleicht hast du Lust, von mir das intuitive Kartenlegen zu erlernen. Also keine langweiligen Lehrbücher, sondern wirklich wir miteinander die Karten, ganz viel Spaß und Intuition. So, jetzt haben wir hier eine Karte, die wir gestern schon hatten, die Temperance-Karte, Mäßigkeit, also innere Balance, innere Ausgeglichenheit, auch Weiterentwicklung. Der König der Kelche hatten wir auch gestern, der Ritter der Kelche und das Ass der Münzen haben wir hier für dich. Das ist natürlich mega spannend. Zwei Karten von gestern und das, obwohl, du hast es gesehen, ich ordentlich gemischt habe. Also, es geht hier auf der einen Seite in der Balance bleiben, ja, in der Ruhe bleiben. Das sehen wir hier auch durch diese Yoga-Pose. Es geht aber eben auch durch die Weiterentwicklung. Dieses Mehrwerden, Weiterwerden, Größerwerden, indem ich mich eben entscheide,
die Wege zu gehen, die jetzt anstehen, auf die ich mich vorbereitet habe, aus der inneren Mitte heraus zu agieren und auch in einer, aus einer inneren Ruhe heraus diesen Weg jetzt zu gehen. Warum? Weil ich bin ja gut vorbereitet. Ich mache ja nichts Dummes, sondern ich habe mich vorbereitet und jetzt mache ich es. Ja, das ist ja so, als wenn du, sagen wir mal, eine Fremdsprache lernst, an der Volkshochschule oder online oder wo auch immer, und jetzt hast du ganz viel Wissen angeeignet und dann verreist du nie, um die Sprache zu nutzen. Also kann man machen, aber Spaß macht das jetzt auch nicht, irgendwie langweilig. Ich meine, man wird nicht dümmer dadurch, aber was bringt es dir? Eigentlich auch nichts. Und genau das ist gemeint. Du hast dich so gut jetzt gerüstet, du bist jetzt in dir angekommen, dass es eben nicht mehr dumm ist, diese Schritte zu gehen, sondern es ist jetzt genau an der Zeit, die nächsten Schritte zu gehen und dich selbst zu entdecken und deinen Weg zu entdecken. Du bist bereit, das zu tun. Und der Ritter der Kelche sagt eben auch, also du bist jetzt, klar, man ist aufgeregt irgendwie, es ist so, wow, da kommt was Neues. Und gleichzeitig bist du aber auch in dir ruhig, weil, wie gesagt, du bist vorbereitet. Du kannst jetzt deinen Weg gehen und du musst ihn nicht voranpreschen, aber du solltest jetzt Schritt für Schritt die nächsten Schritte angehen, um, ja, ich wiederhole mich, das zu machen, worauf du dich vorbereitet hast. Es ist an der Zeit, jetzt die Schritte zu gehen. Und zwar, ja, Abenteuergeist, man ist da aufgeregt, es ist, wow, steht was Cooles an. Und gleichzeitig ist es aber auch keine Angst. Verwechsle Aufregung nicht mit Angst. Weil Angst hast du, wenn du, also es gibt eigentlich nur eine Angst, und das ist die, ja, zu sterben, sein Leben zu verlieren. Alles andere ist oftmals Aufregung, aber das Gefühl ist sehr, sehr ähnlich. Und das nicht zu verwechseln. Aufregung, klar, hier steht irgendwie ein großes Abenteuer an. Nächster Weg, nächster Schritt, eine nächste Intensivierung, das nächste Level für dich. Ja? Das nächste Level, Shapeshifter, steht sowas von an. Und das ist gut, weil du da reinwächst, unbedingt. Du bist bereit. Und da ist man vielleicht ein bisschen aufgeregt. Natürlich, wäre auch komisch, wenn nicht. Aber trotzdem weiß man, es ist jetzt an der Zeit. Es ist jetzt an der Zeit. Und wahrscheinlich hast du da auch so einen inneren Ruf, Ass der Münzen, den du nicht mehr ausweichen kannst. Die Zeichen verdichten sich, vermute ich, so eindeutig, dass selbst wenn du sagst, ich brauche nur ein Zeichen, und das Universum, ja, das schmeißt dir die Zeichen schon zu und sagt, hier, bitte nimm's, bitte versteh es doch endlich, jetzt geh los, jetzt bitte mach's einfach. Und so, naja, aber ich warte noch auf den richtigen Moment, und das Universum sagt, bitte, der ist jetzt, sowas von jetzt, Ass der Münzen. Mehr Geschenk kann das Universum dir gar nicht machen, mehr Zeichen kann das Universum dir gerade gar nicht schicken. Und auch dieser Hinweis von, es ist jetzt die Zeit, aus deinem Wissen fruchtbringende Samen werden zu lassen, die Samen einzupflanzen, und jetzt geht's voran. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Könnte auch das Motto jetzt dieser Energie sein. Und das finde ich nochmal so eine spannende Bestätigung jetzt hier auch aus den Tarotkarten für dich. Ich mache mal nochmal runter, dann hast du sie alle nochmal im Blick in etwa. Es geht jetzt nur noch nach vorne, und du, mehr als vorbereitet bist du gar nicht. Es ist perfekt, jetzt loszugehen. Jetzt. So, ich habe ja gesagt, wir kommen dann noch zu deiner eigenen Frage. Und vielleicht gibt es eine Frage oder ein Thema, mit dem du dich gerade rumsträgst, wo du sagst, Mensch, da hätte ich gerne mal eine Antwort drauf. Und vielleicht magst du das Video auch mal ganz kurz pausieren, zu überlegen, okay, was wäre meine Frage, was wäre das Thema, wo ich gerne mal einen Rat bräuchte. Und ja, je gröber du es formulierst, umso besser. Also was soll ich wissen zum Thema X? Wäre eine gute Formulierung hier. Und dann gucken wir mal, was die Antwort für deine heutige Frage oder dein heutiges Thema ist. Okay, da fallen sie irgendwie alle. Aber eine ist besonders gesprungen. Ich ignoriere mal den ganzen Batzen und nehme die total gesprungen ist. We consider, also nochmal über irgendwas nachdenken, nochmal
ja, die Dinge vielleicht von einer anderen Perspektive sehen, nochmal mit einem anderen Licht drauf schauen, weil es geht auch darum, deinen eigenen Glauben, if you believe, nochmal zu überprüfen. Alles, was, woran du glaubst, wird wahr. Die Frage ist halt, wie tief glaubst du das wirklich? Oder geht es darum, nochmal irgendwas in dir zu heilen? Und da kommen wir zum Anfangsthema von heute wieder zurück. Gibt es irgendeinen Glaubenssatz, der dich ausbremst? Gibt es irgendeine innere Handbremse? Gibt es irgendwas, was dich zurückhält, dich wirklich auf das einzulassen, was du jetzt hier gerade gefragt hast? Irgendwas hält dich noch zurück. Und das ist nichts, was dich zurückhalten sollte. Aber dahin zu schauen, ist der Rat der Karten. Da nochmal wirklich hinzuschauen und zu sagen, es ist nicht immer das, was es unbedingt scheint, sondern wenn ich, solange ich an mich glaube, ist alles möglich. Und hier die Karte erinnert uns ja auch sehr stark hier an die Temperance-Karte. Ja, solange ich an mich glaube und an meinen Weg glaube, dass es richtig ist, ist alles möglich, denn ja, kann da auch wunderbar eine Heilung reingehen und ich kann meine nächsten Schritte gehen. Aber irgendwas geht es da nochmal anzuschauen. Und ja, vielleicht, wenn dir auffällt, dass du da gerade noch mit angezogener Handbremse unterwegs bist, vielleicht hilft es dir auch, wenn wir zusammen mal energetisch arbeiten, durch ein Energetic Clearing oder eine Aufstellungsarbeit und das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen, um da nochmal, ja, Energieschnüre zu kappen, damit du dann eben auch wirklich befreit losgehen kannst auf deinem Weg. Ich packe dir mal den Link zu meiner Energiearbeit auch hier unten drunter rein. Wenn es dich zieht und ruft, dann ja, such dir einfach einen Termin in meinem Kalender aus und dann schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. So, was ist denn die abschließende Botschaft, die wir hier für dich haben? Die abschließende Botschaft ist... Ja. When I move my body, I feel empowered, cleansed and strong. Solange ich meinen Körper bewege, fühle ich mich kraftvoll, gereinigt und stark. Und worum geht es in diesem kompletten Reading? Beweg dich, geh die Schritte, beweg dich. Ja, festgefahren sind wir nur im Kopf, wenn wir immer wieder die gleichen Gedanken denken. Aber durch die Bewegung des Körpers kommt auch Bewegung in den Geist und wir kommen in eine neue Kraft, in eine neue Klarheit, in eine neue Stärke rein. Also, geh die Schritte, beweg dich los. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, das zu tun, das Gelernte umzusetzen und auf die Straße zu bringen. Ich danke dir von Herzen fürs Einschalten, wünsche uns einen traumhaft schönen 14. Dezember, wollte ich gerade sagen, April. Und auch eine schöne Osterzeit. Es gibt auch ein Ostervideo hier von mir, die Energien an den Osterfeiertagen und dann am Samstag dann auch zur Mondenergie, zur Vollmondenergie in Waage, auch ein Energie-Vollmond-Video hier. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Danke dir von Herzen. Freue mich natürlich auch, wenn du mich unterstützt, indem du hier auf Gefällt mir klickst unter diesem Video. Kommentier mal, inwiefern es mit dir in Resonanz gegangen ist, inwiefern es dich abgeholt hat, dieses Video. Das interessiert mich natürlich auch riesig, auch wie dir meine Kartendecks gefallen. Ob du sagst, ja, ich mag die oder halt auch nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und uns allen einen tollen Tag, deine Denise.